Hallo, ich bin die Greta und mir wird heute beigebracht, wie man richtig fotografiert. Das ist meine Kamera, eine Lumix, die ist gut, aber jede Kamera ist gut und ich freue mich schon drauf. Hallo Greta. Ja? Hallo. Hier ist ja eine ganze Menge aufgebaut. Ja. Was wollen wir heute machen? Fotografieren lernen willst du. Das ist aber ein großes Thema. Ich glaube, da brauchen wir viel Zeit für. Vielleicht fangen wir heute so an, dass wir mal überlegen, mit was man alles fotografieren kann. Kameras und was alles so Kameras sind. Ne? Wir haben hier so ein paar Sachen hingelegt. Und dann verrätst du mir einfach nachher so ein bisschen, was du schon über das Fotografieren weißt. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ne? Okay. Ich sehe ja, du hast ja schon eine sehr schöne Kamera hier. Ne? Aber es gibt ja so viele Sachen, wo man fotografieren kann. Das, was ja heute, glaube ich, jeder kennt, ist, dass man einfach mit dem Handy fotografieren kann. Ne? Ich glaube, das machen heute die meisten. Ne? Dann haben wir, guck mal, hier haben wir auch so ein Ding. Ups, sind runtergefallen. Warum konnte man die runterfallen lassen, weißt du das? Weil die dann nicht kaputt ist und die Wasser besteht. Genau, das ist so eine spezielle Kamera, die ist dafür da, dass sie... Ja, dass man mit der tauchen kann, dass man mit der auch mal irgendwo hingehen kann, wo es schmutzig ist und die kann auch mal runterfallen. Ne? Das ist so eine ganz einfache Kompaktkamera, die aber sehr robust ist. Ne? Also mit der kann man auch fotografieren, das würde ich mit dem Handy nicht machen. Ne? Das Handy würde ich jetzt nicht so fallen lassen. Und was haben wir hier? Hier haben wir auch eine Kamera. Ne? Ja. Was ist denn an der schon anders als an der hier? Weißt du das? Das hier. Hm? Man kann da durchgucken. Die hat einen Sucher. Ne? Kann man richtig durchgucken und das Bild sehen. Ne? Guck mal, schau mal, sieht man da was? Wenn man da durchguckt? Nein, das ist unscharf. Unscharf. Ach, oh, das hier. Wird. Ja, das ist unscharf. Genau. Das kann man genau. Das ist schon mal ganz praktisch. Ne? Und die ist so ähnlich wie die Kamera, die du da um den Hals hast. Ne? Weißt du, was an der auch anders ist als an dem Handy und an der Kamera? Oh ja, die hat ein Klappdisplay, das ist auch toll und praktisch. Ne? Da kann man mal am Boden fotografieren oder so über Kopf. Ne? Kann man auch, das ist auch sehr praktisch. Mhm. Und weißt du auch, was das Besondere ist mit dem Objektiv hier bei diesen Kameras? Rausholen, ja, man kann zoomen, ne? Sagt man, Sachen nah ranholen oder ganz viel aufs Bild bekommen, ganz wenig. Und was auch eine Besonderheit ist, was ganz anders ist als bei denen ist, hast du wahrscheinlich jetzt gerade nur vergessen, aber die hat so einen Knopf und dann kann man tatsächlich, hoppla, das Objektiv abnehmen. Gibt bei deiner auch, ne? Da ist hier an der Seite dieser Knopf. Du musst aber das Objektiv vorher anfassen, ne? Festhalten, genau. Das Besondere ist an diesen Kameras, ist, man kann halt die Objektive wechseln und dann hat man einen anderen Blickwinkel oder eine andere Lichtstärke, aber es sind alles so komplizierte Begriffe, die klären wir heute noch nicht, ne? Nur da, wo der rote Punkt ist, nee, warte, vorsichtig. Die hat hier so einen roten Punkt. Ja. Und da hast du einen roten Punkt. Mhm. Und genau da müssen wir aneinander aufsetzen. Dann kann man die so reindrehen. Okay. Dann ist die wieder fest. Ne? Okay. Ja, das ist ein großer Vorteil. Dann haben wir hier noch so einen Brocken, ne? So eine riesige Kamera. Aber ein kleines Objektiv. Ein recht kleines Objektiv, da hast du recht. Ne? Das ist eigentlich so ähnliches wie das. Ja. Ne? Da kann man auch, wenn man will, Objektiv wechseln. Die Kamera ist aber viel größer. Die hat auch so einen Sucher, wo man durchgucken kann. Da ist aber der Unterschied, dass man kann da durchgucken, selbst wenn die Kamera aus ist. Das ist so eine etwas ältere Kamera, da sagt man, die hat einen optischen Sucher. Die Kamera hat ja so einen ganz kleinen Monitor drin und die hat einfach so einen Sucher. Naja, so gibt es einfach ganz unterschiedliche Kameras. Und du hast da ja auch eine ganz schön tolle. Ja. Wo hast du die denn her? Die habe ich zu Weihnachten bekommen. Zu Weihnachten hast du die bekommen? Okay. Und hast du mit der schon fotografiert? Ja. Ja? Im Zoo. Zoo? Bei Außen. Bei Außen? Ja. Dann wollen wir mal schauen, was du schon gelernt hast. Weißt du denn, was ist denn so das Wichtige für dich beim Fotografieren? Also nicht verwackeln? Was heißt denn verwackeln? Dass du die ganz ruhig hältst, die Kamera. Ja. Wenn du das nicht machst, was passiert dann? Dann verwackelt das Bild und wird ein bisschen unscharf.
Genau, dann wird das unscharf, das Bild. Ne? Genauso wie wenn du das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Scharfstellen, nicht das richtige Scharf gestellt hast, was dir wichtig ist. Ne? Was ist denn überhaupt Scharfstellen? Also, dass wenn ich jetzt die Kamera anmache, dann gehe ich schon ab. Mhm. Und dann hier drauf drücke. Ja, hier oben drückst du drauf. Ja. Mhm. Dann wird das scharf gestellt. Mhm. Und wenn ich das halt am Anfang so habe, dann ist das nicht so scharf gestellt. Mhm. Okay, dann ist das unscharf. Ja. Ja, prima. Wollen wir dann vielleicht einfach mal ein bisschen dann fotografieren und gucken, wie das geht mit dem richtigen, guten, interessanten Bildausschnitt suchen, was du gesagt hast, und nicht verwackeln und nicht und richtig scharf machen und so. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja. Gut, okay, dann gucken wir uns einfach mal hier im Garten ein bisschen um und schauen mal, was wir so finden. So, Geta, was willst du denn noch filmen? Oder fotografieren? Ja, ich nehme die Blüte. Eine Blüte hast du gefunden, okay. Ja, dann gehe ich hier auf den Tisch. Mhm. Dann hier so drauf. Mhm. Geh dann mal, also stellst scharf. Stellst scharf. Und bist du mit dem Zoom ganz nah rangegangen oder ganz weit weg? Eher so nah, aber nicht ganz. Dann gehe ich ein bisschen näher, stell dich scharf und probier nicht zu verwackeln. Okay, du hältst die Kamera ganz ruhig. Ein bisschen zu wackeln. Drückst den Knopf leicht, dass der scharf stellt und dann fotografiert. Hast du fotografiert. Und ist scharf geworden, das Foto, was meinst du? Ja. Ist scharf geworden. Gut, wunderbar. Okay. Das war's für heute und das nächste Mal schauen wir uns was anderes an. Wer ist denn der komische Junge hinter dir? Ah, das ist mein Bruder. Okay. Das auch. Noch ein Bruder? Ja, zwei. Die haben alle Kameras in der Hand? Ja. Alle am Fotografieren? Mhm. So loben wir uns das? Ja. So finde ich das cool. Gut, okay, dann sage ich mal tschüss. Tschüss.